soll nun die Chance haben, all die mitgespielt haben und ihre Kreuz an der richtigen Stelle haben, die Chance haben, dieses Auto zu gewinnen. Und heute ist unsere Glücksfee einer, der ein Heimspiel hat in Berlin. Und einer, den ich eigentlich, wenn ich an ihn denke, immer nur gut gelaunt und positiv erlebt habe. Und es wird heute garantiert genauso sein. Herzlich willkommen, Wolfgang Völz. Dankeschön. Herr Völz, erstmal freue ich mich, dass Sie da sind. Ich habe es gerade gesagt, Sie sind so einer, wenn man Sie sieht, Sie sind ein total positiver Mensch. Man sieht Sie immer gut gelaunt. Man kann sich nicht vorstellen, ich habe das nachgelesen, dass Sie in den 50er Jahren richtig klassisches Theater gespielt haben. Ja, ja, das ist ja keine Sache des gut gelaunt Seins. Es gibt ja auch ganz vermieste Leute, die klassisches Theater spielen. Ich bin aber von Hause aus ein Mensch, der sich doch sehr gerne freut. Das bedeutet nicht, dass ich nicht auch von Zeit zu Zeit sehr traurig bin. Sie sind auch heute einer, der in vielen Rollen, ich denke, muss ich sagen, immer an Raumschiff Orion und ja, an den Grafen Joster. Ja, das war eine lange, lange schöne Zeit. Sie sind aber einer, der viele Zuschauer in den Theatern und vor allem auch im Fernsehen in den letzten Jahren zum Lachen gebracht hat. Kommt es eigentlich noch vor, dass man Ihnen heute andere Rollen anbietet? Ja, sicher. Ich spiele ja auch ernste, sehr viel ernste Rollen. Jetzt in den Aber der Johann im Joster ist natürlich hängen geblieben. Und Orion ist jetzt wieder ein großer Erfolg überall in allen Kinos. Und wir machen wahrscheinlich eine Fortsetzung, als alte Männer. Mit Wolfgang Völz. Jawohl, ja. Nostalgie. Sie bringen jetzt zunächst einmal einem Menschen Glück, nachher noch drei anderen, nämlich dem, der dieses Auto gewonnen hat. Eine große Verantwortung. Greifen Sie hinein. Ist immer mein Albtraum. Ich denke mir, irgendwann klaut mir einer die Lose raus, aber Sie sind drin. Eins, nicht gucken. Zwei. Fortuna hat die eigentlich auch die Augen verbunden? Nein, nicht? Weiß ich nicht. Nur Justiz, ja. Ich war nicht dabei. Wir laden Sie mal ein. Jetzt sei es drum. Zeit zum Anrufen haben wir nicht mehr, aber... Rüdiger Blank. In der Karl- oder Kanal... Kant. Das Kant. Könnte Kantstraße. Sollte das Kant sein? Ja. Kant. In der Kantstraße 144, 5620, Felbert 15. Das ist im Rheinland, das ist bei Düsseldorf. Herzlichen Glückwunsch. Rüdiger Blank. Da hat er ihn. Steiner. Ah, Ihre. Wolfgang Völz, ich bedanke mich für die Stippvisite. Bei uns im Augenblick dreht er hier um die Ecke ein Heim für Tiere. Ein Heim für Tiere und noch einen anderen Film, der heißt Wie schön, dass es Maria gibt. Prima, wie schön, dass Sie da waren. Und dafür habe ich teils ein Toupet und teils, wie Sie sehen, eine Glatze. Ich bin also heute auch musikalisch unterwegs als Franz von Toupet. Auf Wiedersehen. Dankeschön, servus.